Ja, liebe Genossen, unser Ministerpräsident ist für Waffenlieferungen. Das geht nach meiner Meinung gar nicht. Das wurde hier auch deutlich gesagt. Ich bin entsetzt und ich danke dem evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer, der gegen Waffenlieferungen ist. Lieber Bodo, rede mit dem Bischof und schließ dich ihm an. Aber ich käme nicht auf die Idee, den Ausschluss von Bodo zu fordern. Nein, lasst uns streiten mit Bodo und ihm sagen, dass wir ihm da nicht folgen wollen und auch nicht können. Mehr denn je brauchen wir jetzt Zusammenhalt und innerparteiliche Solidarität, Aufmerksamkeit zueinander, reden und Mut machen und natürlich politische Bildung. Wir brauchen die Meinungsvielfalt, aber keine Beliebigkeit. Und den kreativen Streit brauchen wir natürlich auch, aber dazu eine Streitkultur, hart in der Sache, aber fair und respektvoll im Umgang, auch bei Meinungsverschiedenheiten. Und an alle, die sich mit solchen Ausschlussforderungen tragen, hört bitte auf mit dieser unsäglichen Ausschließeritis und zügelt eure Rechthaberei. Dem Vorstand wollte ich sagen, ich habe das dann hier ändern dürfen, erwarte ich konzeptionelle Arbeit, ein bisschen mehr Planung und auch mehr Wortmeldung. Das mit der Planung, das ist schon ganz gut angelaufen. Und vom Vorstand, von der Stadtratsfraktion, aber auch von den Stadträten, mehr Meldung. Seid lauter. Das habe ich von vielen Genossen gehört, in der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. Aber da haben wir ja heute eine konstruktive Antwort bekommen. Vielen Dank.